Ein herzliches Hallo und guten Abend, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ja, coach dich doch selbst und sei glücklich. Und wir freuen uns schon sehr auf diesen Abend und ja, gemeinsam mit euch diese Thematik einzutauchen. Und ja, jetzt schauen wir erstmal, ob die Technik funktioniert, ob ihr uns hören könnt. Und gleich, ihr könnt unten drunter, seht ihr die Kommentarfunktion. Und da könnt ihr uns vielleicht gleich mal reinschreiben, ob ihr uns hört. Aber auch erstmal Hallo an dich, liebe Anna, denn ich bin nämlich nicht alleine heute. Hallo, liebe Heidi und hallo an alle da draußen. Ich freue mich heute auf dieses tolle Webinar mit euch. Wir haben ganz, ganz viele Anmeldungen gehabt. Ja, über, ich glaube, 600 Anmeldungen, Heidi, ne? Ja, genau. Und ich freue mich auf eure Fragen heute im Chat und wir haben auch, wir werden heute über ganz tolle Dinge sprechen. Berufung, Lebensort, Beziehung, Bauchpinseln, Leben, Liebe, Lachen, Liebe, Lachen, Glück und ja, alles, was sonst noch zum Leben und zu unserer Selbstverwirklichung dazugehört. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Also, ich sehe gerade, ich habe jetzt gerade selbst geprüft, wir sind zu sehen und auch zu hören auf unserer Seite. Das dauert immer ein bisschen zeitversetzt und von daher schauen wir einfach mal, ja, dass ihr einfach mal ein bisschen in den Chat reinschreibt, also in die Kommentarfunktion unten drunter und bevor wir richtig loslegen, damit ihr auch wirklich alles mitbekommt. Und ja, ich sehe hier schon. Wann geht's los? Ja, wir sind doch schon dabei. Genau, Gisela Maria fragt es. Wir sind schon online. Ah, okay, jetzt sehe ich es auch. Genau. Ja. Ja, wie gesagt, es ist so eine kleine Zeitverzögerung drin von uns zu den Teilnehmern. Und deswegen dauert es, glaube ich, auch ein kleines bisschen, bis wir dann sehen, was geschrieben wird. Und genau. Aber das scheint ja ganz gut zu funktionieren und ja, also ich habe gerade hiermit mit dem Hangout und über diese Kommentarfunktion sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und das hat bis jetzt immer sehr, sehr gut geklappt. Aber wie gesagt, schreibt uns einfach nochmal ganz kurz, bevor wir loslegen. Vielleicht sage ich einfach mal so ein bisschen zum Ablauf. Wir wollen einfach diese Thematik ja, auf den Grund gehen und ein paar Themen herauspicken, wie Anna eben schon gesagt hat, die uns ganz besonders wichtig sind und die einfach mit dieser Thematik eng verknüpft sind. Und zum Schluss haben wir auch noch etwas ganz, ganz Besonderes für euch, was wir euch ans Herz legen möchten. Und ja, aber ganz in Ruhe, eins nach dem anderen. Erstmal geht es darum, dass ihr uns hört und sehen könnt, bevor wir richtig loslegen. Wenn ich von dem einen oder anderen schon einen Go hören könnte oder sehen könnte, so. Bis jetzt sehe ich immer nur noch das, wann geht's los von. Ja, ich auch. Ich auch. Okay. Ja, ich habe mich auch gefragt. Da müsste man eigentlich noch schon mehr sehen, ne? Ja, wie gesagt, es dauert immer so ein kleines bisschen, es ist eine Zeitverzögerung drin. Und das heißt auch, bis geschrieben wird. Aber wir kriegen das hin. Ja. Hallo, guten Abend. Da kommt ja schon mal was. Schön, auch dich zu sehen, Mareike. Genau. Guten Abend. Guten Abend, Gisela. Guten Abend, Mareike. Und ich denke, jetzt werden noch mehr natürlich rein. Purzeln. Genau, und vielleicht auch, wie gesagt, bitte schreibt ganz kurz, ob wir uns hören können. Wenn das genau ist, dann können wir loslegen und dann ist alles gut. Genau. Das ist, wie gesagt, das ist das von dem Visuellen, das habe ich schon gesehen. Das funktioniert und ja. Natürlich immer so toll die Technik auch ist, aber man braucht auch immer ein kleines bisschen Geduld, bis man alles hat. Ja, jetzt sehe ich. Alles super. Ah, eben purzeln die Antworten. Alles okay. Super, super, super. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Ja, toll, toll, toll. Jetzt. Jetzt. Sehr schön. Sehr schön. Genau.
Ja, dann nochmal herzlich willkommen und es ist wirklich sehr schön. Ich freue mich sehr, ja, diese Thematik anzugehen, weil diese Thematik ist mir ganz besonders als Coach sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich ja, merken, wie machtvoll, wie kraftvoll wir sind und nicht nur theoretisch darüber sprechen, sondern heute auch ein kleines bisschen praktischer werden, soweit es eben in der Zeit möglich ist. Ihr könnt natürlich in die Kommentare einfach eure Fragen jeweils reinschreiben. Wir schauen dann immer, ob wir die aufgreifen können und wir freuen uns natürlich über Fragen und auch in den Dialog zu gehen. Wir können zwar hier so gemeinsam sprechen, aber es ist auch schön, auf euch und eure konkreten Themen einzugehen. Nicht wahr, Anna? Genau. Nutzt die Chance und stellt so viele Fragen im Webinar wie möglich. Wir sind auch neugierig drauf, was ihr alles wissen wollt. Genau, so ist es. Genau. So, jetzt schaue ich einfach mal noch mal ganz kurz. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr schön. Genau. Dann würde ich einfach sagen, Anna, stell dich doch mal ganz kurz vor für diejenigen, die dich noch nicht kennen, damit man einfach weiß, ja, mit wem man es zu tun hat. Genau. Ja, mein Name ist Anna Roth. Ich lebe in Griechenland seit 7 Jahren an meinem Seelenort oder an meinem glücklichen Lebensort. Und das ist auch das, womit ich vielen meiner Coaching-Kunden helfe, ihren Seelenort zu finden und vor allem auch Seelenort im Horoskop, weil ich ja eben auch Astro-Coach bin und Personal Development Coach bin. Und ja, das ist es jetzt erstmal im Groben und Ganzen. Ich liebe Griechenland. Ich bin happy, dass ich ausgewandert bin. Ich liebe meine Arbeit. Und deswegen haben wir ja auch nochmal diesen Kurs hier kreiert. Coach dich doch selbst und sei glücklich. Und ja, das ist es im Großen und Ganzen, was ich dazu sagen kann. Also Astrologie und Coaching. Und mein Thema ist Seelenort im Horoskop. Sehr schön, vielen Dank. Und nochmal ganz kurz zu mir, wer mich noch nicht kennt, wer hier dabei ist. Mein Name ist Heidi-Marie Wellmann und mein Thema ist das Thema Berufung und ja, glücklich und erfüllt im Berufsleben. Und ja, da begleite ich Menschen schon seit 20 Jahren und habe schon ganz, ganz viele Projekte, Ideen, Konzeptionen und so weiter auf den Weg gebracht. Immer mit dem einzigen und alleinigen Ziel, Menschen zu begleiten, ihr eigenes Ding zu machen, ihr Potenzial zu entfalten, ja, und glücklich tatsächlich und erfüllt zu sein. Und so kommen wir dem auch, was uns heute am Herzen liegt, sehr, sehr nahe. Und auch eins meiner Kernthemen überhaupt, was meine Arbeit betrifft, ist wirklich dieses, ich sage immer, ich will meine Klienten so schnell wie möglich wieder loswerden. Ich möchte meine Klienten nicht an mich binden und ewig lange Verträge und ewig lange zusammenarbeiten. Das ist zwar schön, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, aber im Grunde geht es mir immer darum, dass wir erkennen, wie machtvoll wir sind und dass wir wirklich alle Antworten, die wir brauchen, im Grunde in uns selbst liegen. Ja, und deswegen sage ich auch immer, je schneller jemand von mir weggeht, desto besser, desto bessere Arbeit habe ich gemacht. Ja, und genau diese Themen wollen wir heute aufgreifen. Und hierzu haben wir uns einfach so ein paar Themen herausgepickt und wir lassen es auch so mit einer kleinen Präsentation. Also ihr solltet jetzt nicht, wir arbeiten nicht jetzt einen Punkt nach dem anderen ab, sondern es sind einfach so ein paar Stichpunkte, dass wir diese aufgreifen. Und damit ihr auch später, wenn ihr euch das Video nochmal anschaut, damit ihr einfach auch so Anhaltspunkte habt und wie im Grunde vielleicht das Ganze wie auch so eine Checkliste verwenden könnt. Ja, also um das auch nochmal für euch ein kleines bisschen praktischer zu machen. Genau. Willst du noch was dazu sagen, Anna? Wenn nicht, würde ich meinen Bildschirm freigeben und einfach diese Präsentation damit loslegen. Ich denke, wir besprechen das auch während der Präsentation und wir schauen auch einfach, welche Fragen kommen und... Genau. Ja, ne, das ist, ich habe nur im Chat gesehen, der Andreas hat geschrieben, also es gab was Technisches, dass dieses CAPTCHA oder CAPTCHA-Code, dass es störend ist. Aber das haben die anderen auch. Ich weiß nicht, ob man das wegmachen kann oder nicht. Nein, das ist auch gewollt so. Also, das ist gewollt so, genau. Und einfach die Seite halt immer wieder erneuern. Aber das Google Hangout müsste bleiben, wenn man das erneuert. Genau, also vielleicht genau, einfach zu diesem Punkt, wenn ihr das einmal eingibt, dann ist es okay, aber es ist einfach dafür gedacht, dass, ja, also das ist mit dem Hintergrund und von daher,
das ist auch gar nicht so schwer, wenn ihr das einmal eingibt. Dann könnt ihr normalerweise auch immer wieder antworten. Genau. Okay, dann gebe ich jetzt mal meinen Bildschirm frei. Theoretisch. Aber jetzt ist irgendwie mein... Ah, es dauert gerade ein kleines bisschen. Irgendwie... Das, was ich will, dauert gerade noch so. Moment. Okay, Moment, nochmal. Wir haben es gleich. Kommt natürlich auch ohne Bildschirmfreigabe zurecht, aber ich denke auch für euch ist es vielleicht einfach schöner, wenn ihr später das Ganze nochmal irgendwie ja, sehen könnt. Dauert ein bisschen, ha? Genau, ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt so lange dauert. Vielleicht sollen wir einfach ein kleines bisschen geduldiger sein. Ja, ich erneuere nochmal den Chat und schaue nochmal, genau, ob da gerade was geschrieben wird, ob schon Fragen kommen. Ja, also im Großen und Ganzen geht es natürlich alles um deine Selbstverwirklichung, um dein Selbstvertrauen, um deine Selbstliebe, um deine Berufung, all die Themen, die die Heidi ja sowieso auch ja, bearbeitet, immer was ihr Schwerpunkt ist. Und glücklich zu sein, deswegen heißt ja der Titel auch Coach dich doch selbst und sei glücklich. Und wir wollen natürlich auch nochmal drüber sprechen, um was es da genau geht. Also irgendwie zeigt er mir es nicht an. Also gut, das, ich denke, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann nehme ich das einfach, dann ich spreche dann einfach die Themen an und dann können wir es ja auch so machen, bevor es jetzt irgendwie jetzt zu lang dauert, sonst wird es ja auch zu langweilig. Ja. Genau. Wir haben, wie gesagt, so 9 Bausteine, wenn man das vielleicht so nennen kann. Und der erste Baustein, und ich habe den immer so genannt, ich bin präsent und jage keine Höhepunkte. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, weil gerade wenn es um das Thema Glücklichsein geht, merke ich immer wieder, dass wir vieles aufschieben. Also wenn ich das und das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Ja, das ist so, ich vergleiche das immer am allerliebsten mit dem, mit Sexualität, mit dem Orgasmusjagen. Ja, wir genießen, viele sind von uns so gestrickt, dass wir beim Sex, aber auch im ganz normalen Alltag darauf ausgerichtet sind, auf diesen einen Punkt, zum Beispiel eben auf den Orgasmus oder wenn ich meine Berufung lebe oder wenn ich irgendetwas erreicht habe, wenn ich glücklich bin, wenn ich Geld habe und so weiter, dann bin ich eben glücklich, ja. Und das ist immer irgendwie später. Und was passiert, wenn ich diesen Punkt jage, ja, dann bleibe ich immer in dieser Jagen-Position. Das heißt, es ist auch eine bestimmte Energiefrequenz. Und es ist so wie das Häschen mit der Karotte. Also ich kriege die im Prinzip nie. Ja, ich kriege das Glücklichsein nie, wenn ich das immer auf später verschiebe oder wenn ich nur diesen einen Punkt jage. Und ich glaube, es ist ganz besonders wichtig, wenn wir vom Thema Glücklichsein und vor allen Dingen von Eigenverantwortung, weil Coach dich selbst, bedeutet im Grunde nichts anderes wie Eigenverantwortung, ja, selbst zu erkennen, was in uns liegt und dem auch Raum zu geben. Und wenn, wo kann ich das nur? Ich kann das nur im Hier und Jetzt. Und deswegen ist für mich dieser erste Punkt so essentiell und so wichtig. In der Konsequenz bedeutet es für mich, das Hier und Jetzt zu zelebrieren. Ja? Und dafür gibt es viele Möglichkeiten, viele praktische Tools. Ja, also ob das jetzt Meditation ist, wobei Meditation immer so ein großer Begriff ist und viele da auch gerne davor abschrecken. Aber schon allein das bewusste Wahrnehmen, also zum Beispiel ganz konkret, du bist jetzt hier in diesem Webinar, dich wirklich ganz hier darauf zu konzentrieren, nicht vielleicht noch 10 andere Dinge gleichzeitig zu machen, vielleicht gleichzeitig noch Facebook checken oder mit dem Handy spielen und so weiter, sondern ganz präsent zu sein, ganz dich hier darauf einzulassen oder eben was ganz anderes ganz, ganz bewusst zu machen. Also das hat für mich sehr viel damit zu tun und nicht darauf zu warten, ja, was ist jetzt, was kommt jetzt, ja, sondern ganz, ganz
dich ganz hierauf einzulassen. Und das ist schon mal ein sehr, sehr großer Punkt. War übrigens für mich eine der Punkte, die mir sehr geholfen haben, mein ganzes Leben wirklich auf den Kopf zu stellen und es wirklich in eine glücklichere Richtung zu wenden. Anna, möchtest du auch was dazu sagen? Ja, ich möchte was ganz Wichtiges dazu sagen. Und erstens mal ist es ja auch so, wie du das schon gesagt hast, Leben in der eigenen Hand und es spielt sich im Hier und Jetzt ab und nicht in der Zukunft. Naja, wenn ich das mal habe, dann bin ich glücklich oder wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Also ich erlebe es halt oder dieses Selbstcoaching, damit sich seinen eigenen Schmerz auch mal anzuschauen. Und das ist ja was, wo ich denke, wovor die meisten gerne wegrennen oder den Schmerz. Und genau darum geht es, also sich da mal zu hinterfragen oder das aufzulösen letztendlich und auch für jede Situation, weil das für mich in der letzten Zeit immer ein wichtigeres Wort, zum wichtigeren Wort geworden oder zur Wirklichkeit geworden. Weil das hat auch was mit Selbstverwirklichung zu tun. Und dann sind wir auch wieder beim Coaching. Und das ist halt eben auch so eine Einladung, wirklich sein Leben sich auch voll und ganz halt selbstverantwortlich anzuschauen. Ne? Mit allen Höhen und Tiefen. Und ich denke auch nicht dieses Denken haben, in der Hoffnung zu bleiben und zu schauen, ja, dann übermorgen oder werde ich glücklich oder dann will ich immer glücklich sein. Weil es gibt es natürlich jeden Tag, dass du nicht jeden Tag super drauf bist und alles ist. Du bist in dem Bliss-Stadium, wo man nur total happy ist, sondern es geht, glaube ich, darum, den Moment zu erkennen und einfach im Moment zu sein und ihn so zu erleben, wie du ihn erleben möchtest. Und natürlich kannst du dir deine Zukunft vorstellen, wünschen, visualisieren. Das gehört natürlich dazu. Genau. Ich möchte ganz kurz, bevor ich weitermache, doch nochmal ganz kurz auf Andreas' Kommentar eingehen, dass der Bildschirm ganz weggeht. Also natürlich ist es nicht okay, wenn der Bildschirm weggeht und da stimmt dann noch irgendetwas nicht, aber das funktioniert normalerweise ganz gut. Also einfach nochmal die Seite erneuern, das müsste funktionieren und es ist ein Google Hangout, das in den Blog eingebunden ist, ja, und die Kommentare eben in der Kommentarfunktion beschrieben werden können. Und normalerweise müsste das ganz gut funktionieren, funktioniert auch auf Handys, also wir haben das alles getestet. Weiß jetzt nicht, warum es bei dir jetzt nicht klappt. Wie gesagt, vielleicht einfach nochmal die Seite erneuern, müsste dann funktionieren. Wollte ich nur nochmal kurz gesagt haben. Genau, so. Ich würde ganz gern hier auch den nächsten Punkt aufgreifen. Und zwar, ich habe das so beschrieben mit, ich bin mir bewusst, dass ich ein Erfahrungsjunkie bin. Das ist etwas sehr Spannendes und viele können mit dieser Begrifflichkeit nicht so viel anfangen, weil Erfahrungsjunkie, ja, was soll das bedeuten? Diese Aussage, die geht sehr tief und die beantwortet im Grunde die Frage, warum wir hier sind. Warum sind wir in diesem Leben und was soll das Ganze überhaupt? Und für mich ist die Antwort, weil wir Erfahrungen machen wollen. Es geht nicht darum, alles nur Friede, Freude, Eierkuchen zu haben, sondern wir wollen alles erfahren. Wir wollen erfahren, was es heißt, genervt zu sein. Wir wollen erfahren, was es heißt, ungeduldig zu sein, was Angst heißt, was Liebe heißt. Also all diese ganze Bandbreite, wir wollen es erfahren. Und es reicht nicht, dass wir einfach nur darüber philosophieren, was Angst ist. Wenn ich Angst nie erfahren habe, weiß ich auch gar nicht, was Liebe ist. Um das mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Wenn ich nicht Dunkelheit erfahren habe oder weiß, was dunkel ist, dann weiß ich auch nicht, was hell ist, weil ich es einfach nicht erfahren habe. Und genau darum geht es. Es geht einfach darum, bewusste Erfahrungen zu machen. Also wir sind alle Erfahrungsjunkies. Die Frage ist für mich immer nur, sind wir bewusste Erfahrungsjunkies und sind uns dessen, also das, was ich eben gesagt habe, einfach bewusst oder eben nicht. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann sehen wir viele Dinge, die uns im Leben passieren, als Bestrafung oder als Drama, als etwas, was wir ausgeliefert sind und so weiter. Aber das ist es nicht. Auf tiefer Ebene ist es im Grunde das, was wir wirklich wollten. Und wenn wir uns das mal klar machen, dann ist das Leben aus dieser Perspektive oder mit dieser Brille, in Anführungsstrichen, das zu betrachten, das hilft sehr. Also mir hat es sehr, sehr geholfen.
Und ja, also das wirklich nochmal in diesem Kontext sich klar zu machen. Also ich nenne das eben, wie gesagt, ein bewusster Erfahrungsjunkie zu sein. Genau. Und Anna? Ja, also da, dem stimme ich zu und ich bin halt auch davon überzeugt, dass wir alle natürlich einen Seelenplan haben, einen Lebensplan. Und ja, wenn man das jetzt von der Seelenebene betrachtet, das finde ich halt so spannend, wenn wir ja gestorben sind oder bevor wir wieder inkarnieren, dann sind wir halt sozusagen, soweit ich weiß, in der Astralebene, wo es halt keine Zeit gibt, kein Gefühl und wo wir durch den Raum, durch die Zeit schweben sozusagen. Und natürlich wieder total neugierig sind, drauf zu inkarnieren, weil wir wissen, wenn wir hier auf die Erde kommen, dann können wir alles erleben. Also die Gefühle, die Liebe, die Sexualität und natürlich auch den Schmerz und das Essen und das alles, die ganze Spannung, die Neugierde und eben dieses Zeit- und Raumgefühl auch. Ne? Deswegen sind wir ja hier, haben einen Körper und ja, also soweit ich das weiß, sind die Seelen alle wahnsinnig neugierig drauf, hier auf die Erde zu kommen, weil da dürfen sie Erfahrungen machen. Und halt eben in der Astrologie sehe ich es halt oder auch grundsätzlich, jeder weiß ja, dass er einen Lebensplan hat und das spüren wir tief in uns. Wir spüren ganz genau, welche Erfahrungen wir schon mal gemacht haben, vielleicht aus einem früheren Leben oder das sitzt was in uns und das ist so ein altes Wissen und das haben wir mitgenommen, das haben wir jetzt auch in unserem Leben dabei und jeder hat ja seine Berufung, seine Lebensaufgabe, sein wahres Potenzial und es geht halt nur darum, das wirklich umzusetzen und wir kommen ja später noch zu den hoch heiß geliebten Blockaden oder Ängsten oder eben nicht heiß geliebten Blockaden oder Ängsten, wo man dann natürlich auch die Ängste hat und ja, weil man vielleicht mal wirklich eine schlechte Erfahrung gemacht hat und die haben wir alle irgendwo gemacht, also wir wurden alle mal, ich denke mal, abgelehnt, abgewiesen, vielleicht noch schlimmer, aber im Endeffekt geht es darum, wir sind hierher gekommen, um unsere Erfahrungen zu machen und wir können uns aussuchen, welche Erfahrungen wir machen wollen. Genau, also ich finde, das ist im Großen und Ganzen. Genau, es ist sehr wichtig, weil du hast es angesprochen, dieses Thema Seelenplan und für mich gehört es tatsächlich auch dazu und du hast es ja auch schon schön beschrieben. Also wir sind schon als Seele wirklich im Grunde richtig geil da drauf, ja, wir wollen diese Erfahrung machen. Es ist schön, dich als Licht wahrzunehmen, aber wenn du nicht weißt, wie das Dunkle ist, dann Wie kannst du das schätzen? Ja, also und wir sind, und das ist nicht nur in diesen Themen, sondern alle Themen, ob das jetzt Beziehungsthemen sind, ob das berufliche Themen sind und so weiter. Wir haben uns schon, also ich glaube nicht, dass jeder einzelne Punkt vorbestimmt ist, aber ich glaube schon, dass wir uns bestimmte Themen vorgenommen haben, die wir in diesem Leben erleben wollen, ja, erfahren wollen. Und dazu gehören nicht nur die schönen Themen, ja, also dass wir eine Liebesbeziehung haben, den tollsten Job der Welt, ganz reich sind und so weiter, sondern genau das Gegenteil, ja, teilweise. Also all diese Erfahrungen. Und wenn ich mir das mal wirklich bewusst mache, dass ich mir das selbst ausgesucht habe und auch Verträge, sogenannte Seelenverträge geschlossen habe mit Menschen, die in meinem Leben sind und auch die, Robert Bitz nennt es unter anderem auch Arschengel, ja, also Menschen, die in dein Leben kommen, die dir auf den ersten Blick etwas Schlechtes irgendwie antun oder etwas Negatives, was dir wehtut oder dich hintergehen, dich betrügen, belügen und so weiter. Aber dass es auf Seelenebene einen Vertrag dazu gab und dieser Mensch oder diese Situation hat nur diesen Vertrag im Grunde eingelöst, ja. Und daher ist das Ganze auch als Geschenk zu betrachten, auch wenn wir uns das, auch wenn uns das vielleicht in der Praxis nicht immer so gefällt. Aber wenn ich mir darüber Gedanken mache und mein Leben so führe, dann merke ich doch, dann komme ich in meine Kraft. Und genau darum geht es heute. Heute ist es uns wirklich wichtig, dass wir bewusst wahrnehmen, wie kraftvoll, wie machtvoll wir sind. Und dass wir wirklich das alles in der Hand haben. Ja? Und dass wir in der Hand haben, im Hier und Jetzt zu entscheiden, welche Schritte ich denn gehe. Wir sind nicht einer bestimmten Bestimmung ausgeliefert und wir können da nichts machen. Ganz im Gegenteil, wir haben einen freien Willen. Aber uns drängt es schon in die Richtung, in die Themen, in die Bereiche, die für uns wichtig sind, ja, und wir wissen das, Anna hat das eben schon schön gesagt, wir fühlen das, ja, auch ob das vertraute Situationen sind, beziehungsweise ob das Lernsituationen sind
Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir, da komme ich eigentlich so schon fast zum nächsten Punkt, ja, dass es einfach darum geht, authentisch zu sein und dem inneren Ruf zu folgen. Und ich finde, also ich habe mal ein Video gemacht mit der Thematik, es geht immer um Berufung, ja. Und was meine ich damit? Berufung bedeutet diesen inneren Ruf. Also Berufung ist nicht nur der berufliche Kontext, sondern wirklich diesen inneren Ruf wahrzunehmen und dem wirklich Raum zu geben und immer mehr nach innen zu hören und dem dann auch zu vertrauen und diese Schritte dann auch zu gehen, ja. Und das ist wahre Erfüllung. Das ist wirklich glücklich sein in der Praxis, auch wenn die Themen teilweise herausfordernd sind, ja. Genau, also von daher bedeutet Berufung im Grunde immer von innen nach außen zu gehen, ja. Willst du doch bestimmt auch zu dem Thema was sagen, oder Anna? Ja, ich möchte auch zu dem Thema was sagen und dann möchte ich noch mal kurz, da hat jemand was im Chat geschrieben zum Thema Sexualität. Also ich muss den Chat noch mal ganz kurz rüberholen. Entschuldigung. Ja, also zu dem Thema authentisch, das ist natürlich das, worum es geht, dem Ruf des Herzens folgen. Da genau sollen wir eigentlich hinhören. Und ich meine, wir sind ja so trainiert worden oder erzogen worden, dass wir mehr auf den Kopf hören sollen. Wir sollen, der Verstand ist das Wichtigste. Sorry, jetzt muss ich mal kurz husten. Bin nämlich zurzeit ein bisschen erkältet. Ja, und dass wir, uns bleibt mir die Stimme weg. Soll ich kurz weitermachen, dann kannst du Ja, und ich jetzt. wollte auch auf die Frage im Chat eingehen. Ich komme Ja. gleich wieder drauf. Okay. Ich gehe einfach nur nochmal, weil ja, dieses authentisch sein und wirklich dem inneren Ruf zu folgen, das ist essentiell. Von daher ist es wirklich wichtig, dass wir immer mehr das auch zelebrieren und das nicht nur abtun, naja, nicht jeder hat eine Berufung oder nicht jeder hat den Luxus oder kann sich das leisten. Doch im Grunde ist es genau umgekehrt. Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, nicht unsere Berufung zu leben, weil wenn wir uns wirklich, es ist wirklich wichtig, meines Erachtens, dass wir das überhaupt verstehen. Wenn wir nämlich nicht unsere Berufung leben, also nicht unserem inneren Ruf folgen, was tun wir dann in der Konsequenz? Das bedeutet doch in der Konsequenz, dass wir dem Ruf der anderen folgen. Also denen folgen, die scheinbar das Sagen haben oder die sagen, dass es so und so richtig ist. Wer auch immer das ist, ob das die Regierung ist, deine Familie, dein Partner, deine Kinder, dein Mann, egal. Aber dann folgen wir ja nicht unserem Ruf, sondern wir folgen dem Ruf der anderen. Und ich glaube, wenn wir das tun, wenn wir nicht unserem inneren Ruf folgen, dann können wir im Grunde auch nicht wirklich glücklich sein. Ja? Und das ist etwas, was wir wirklich uns absolut klar machen, ja, was ich dir wirklich ans Herz lege, dass wir immer mehr lernen, okay, was will ich wirklich? Um was geht es mir wirklich? Ist mir das wirklich wichtig, um was es jetzt hier geht? Und weil ich vorhin auch gelesen habe, Anna wird ja jetzt auch nochmal drauf eingehen, Sexualität ist mir nicht wichtig. Ey, wenn das wirklich dein Thema ist, ja, also dann spüren dich hinein, ob das wirklich so ist. Also gerade im Thema Sexualität und Spiritualität. Also das ist für viele nicht oder scheinbar nicht vereinbar. Also ich glaube, dass das eine nicht ohne das andere geht, weil wenn ich Sexualität nur auf Sex, also diesen Akt an für sich reduziere, dann mag das vielleicht sein, dass man da vielleicht nicht scharf drauf ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das hat mit ganz vielen Themen zu tun. Das hat was mit Körperlichkeit zu tun. Das hat mit Selbstliebe etwas zu tun, mit Sinnlichkeit und all diese Thematiken. Und das gehört alles zum praktischen Leben, ja, zum Erfahrung sammeln. Anna, hast du wieder Stimme? Ich glaube ja, es funktioniert. Gut. Danke für die Wünsche. Ja, ich hätte mir vor 2 Tagen eine Erkältung eingeholt. Das ist nun mal so. Und nicht förderlich fürs Webinar sprechen, merke ich gerade. Aber ich probiere es, ja. Genau, also dem Ruf des Herzens folgen und nicht das machen, was die anderen denken oder wollen. Und das ist ja gerade so schwierig, wenn man im Job ist oder wenn man ja, wenn man den Job auch ausübt, den man gar nicht mag, mit Leuten, die man auch nicht leiden kann und vielleicht auch sowieso zu wenig bezahlt wird. Das ist der eine Punkt. Also immer seiner Berufung zu folgen und seinem Herzen zu folgen. Schlummert in jedem ein anderes Talent. Und es geht wirklich darum, dass
nach außen zu bringen. Und mit der Sexualität, da wollte ich noch dazu sagen, ja, wenn es wirklich ohne Sexualität leben willst und du damit glücklich bist, weil du sagst wirklich, dass du es nicht leben möchtest. Ich meine, Menschen, die, für die spielt es vielleicht eine untergeordnete Rolle und für die spielen ja vielleicht andere Formen von Verbindungen eine größere Rolle. Das kann ja sein. Dann, wenn du sagst, dass es dir nicht wichtig ist, dann lade ich dich natürlich dazu ein, das aus reinem Herzen zu sagen und halt dahinter zu gucken, ob das wirklich so ist. Ne? Ich meine, wir sind alle hierher mit einem Körper gekommen und das Schönste ist ja, wenn man verliebt ist und, ich weiß nicht, sich küsst oder diese ganzen zärtlichen Berührungen hat oder eben halt die Sinnlichkeit spielt eine große Rolle hier auch für uns alle. Und ich meine, Sinnlichkeit kann es sich im Essen ausdrücken, in der Natur. Schmetterling, der sich auf die Blume setzt, ist auch sehr sinnlich. Also Sinnlichkeit hat ja ganz, ganz viele Facetten. Und das bleibt natürlich jedem selbst überlassen mit der Sexualität. Wenn das Gefühl glücklich und erfüllt ist, na, dann ist das ja gut. Es bleibt ja jedem selbst überlassen. Du kannst für dich selbst entscheiden, was dir wichtig ist und was nicht. Ja, und dann gehe ich auch gleich auf den nächsten Punkt ein. Und ich habe das so umschrieben mit, ich bin bereit, mein Leben jeden Tag neu auszurichten und neu zu gestalten. Also anders ausgedrückt sage ich oft, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, beziehungsweise auch das Geschwätz von anderen. Ich finde, das ist nämlich ein sehr, ein bisschen kokett ausgedrückt, aber es geht um den Kern. Guck mal, wir haben vielleicht vor ein paar Jahren haben wir irgendwie die Entscheidung getroffen, naja, das ist mir ganz besonders wichtig und ich merke immer wieder, dass wir an alten Entscheidungen, an alten Wegen, an alten Formen, wie wir unser Leben zum Beispiel leben sollten, festhalten. Ja? Und nur mal so als Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, ich glaube, die Story habe ich schon öfters erzählt, aber ich wollte unbedingt mal, bevor ich erfolgreich war, so am Anfang meiner Karriere oder wo wir uns selbstständig gemacht haben, hatte ich gesagt, okay, ich will unbedingt ein Audi TT fahren irgendwann. Also wenn ich mir das leisten kann, dann will ich dieses Auto fahren. Und das hatte ich auch ziemlich lang auf dem Schirm und habe das eigentlich nicht wirklich überprüft. Ich bin das Auto noch nicht mal Probe gefahren. Also ich hatte einfach nur, mir hat das Auto so gefallen und weil das ja ein Luxusauto, zumindest aus meiner damaligen Sicht, ein Luxusauto war, habe ich gesagt, okay, das Auto will ich dann zusätzlich haben. Und das Ende vom Lied, um das kurz zu fassen, ich bin es dann tatsächlich irgendwann mal gefahren, das Auto, und es war ganz schrecklich. Also ich bin überhaupt nicht für dieses Auto geeignet. Dieses Auto ist, also ich kam mir vor wie so ein Aff auf dem Schleifstein. Ich bin relativ klein, natürlich kann man Sitze und Sonstiges verschieben, aber es hat überhaupt nicht das Fahrgefühl, was ich mir vorgestellt habe. Und es hat auch nicht wirklich was mit mir zu tun gehabt. Das war einfach eine Vorstellung, dass ich irgendwann aus einer Situation heraus ja, mir gewünscht habe, aber was mit mir wirklich später nichts mehr zu tun hatte. Ja? Und so dürfen wir, glaube ich, in ganz vielen Bereichen uns einfach mal selbst überprüfen, was unser Geschwätz in Anführungsstrich von gestern, von vorgestern, was es noch wirklich mit uns zu tun hat, wahrhaftig. Ja? Also dir wirklich erlauben, jeden Tag zu schauen, was ist mir jetzt wichtig? Und auch wenn du etwas dich für etwas entschieden hast, auch im beruflichen Bereich, manche nehmen das Thema Berufung so ernst, dass sie sagen, ich muss aber unbedingt jetzt klar haben, was meine Berufung ist. Und damit gehe ich an den Start und das muss absolut perfekt sein, weil wenn das nicht perfekt ist, oh Gott, was mache ich dann, ja, wenn ich mich falsch entschieden habe? Es geht um den Weg, ja, und du darfst ruhig jeden Tag deinen Ruf neu entdecken. Und wenn heute dein innerer Ruf sagt, okay, heute machst du das, keine Ahnung, irgendwie stricken ist heute dein Thema, dann ist es völlig in Ordnung, wenn es wirklich aus dir herauskommt. Und morgen gehst du ein Stück weiter, ja. Also für mich war auch, also ich habe auch gemerkt, dass wenn ich der inneren Stimme gefolgt bin, es war ein Weg, also die Selbstständigkeit, dann im Bereich, dass ich dann erst als Personalvermittlerin tätig war, dann Karriereberaterin und dann in dem Bereich Berufungsberatung, Coaching und so weiter, das war so fließend und das war wichtig für mich. Weil viele sagen, ja, aber du hättest doch gleich dieses Berufungscoach sein können. Nein, erstmal ist es schon ewig her und zweitens war es wichtig für meinen Weg, auch für den Weg für meine Klienten, für meine Kunden, dass ich diesen Weg gehe.
Versteht ihr, was ich meine? Und das ist so wichtig, ja. Und ich glaube, da kannst du bestimmt auch was dazu sagen, oder Anna? Oh ja, da kann ich einiges dazu sagen. Also erstmal Berufung und Perfektionismus, da könnte man schon wieder ein Webinar füllen, nur mit dem Thema, weil die beiden machen also vor allem Frauen total verrückt, ne? Und Männer natürlich auch, aber dieses, ja, da habe ich nochmal ein paar Beispiele. Ich war letzte Woche auf so einem Investment Summit hier in Athen und da kann ich die Frau, die das organisiert hat, und es ging um wirklich Millionenbeträge, also ein Investment ging um 420 Millionen oder so. Und es war im Grand Bretagne Hotel, das schönste Hotel, mein Lieblingshotel, super nobel, alles ganz schick, alles super organisiert. Und dann treffe ich, und die wurde dann auch applaudiert und wie toll alles war. Und am nächsten Tag habe ich sie halt abends getroffen und sagte, wow, das war ein super Event, das hast du total klasse gemacht. Und sie sagte dann, ja, but something was missing. Also es hat was gefehlt, weil sie ist eine Perfektionistin und da hätte sie ja noch besser machen können, ne? So, das ist das, wo vor allem wir Frauen uns gerne nochmal eine draufhauen, irgendwie so, ja, aber das war doch nicht so gut. Das hättest du noch besser machen können, ne? So dieses, ich bin nicht gut genug oder ich darf mir auch gar nicht sagen, dass ich das toll gemacht habe, weil sonst denken die anderen vielleicht, ich, ah, die ist eingebildet, die ist arrogant oder was fällt dir überhaupt ein zu sagen, dass du das super gemacht hast, weißt du? So, also das Thema Berufung und Perfektionismus. Und das andere Thema ist, ich habe auch früher mal Schriftsetzerin gelernt, dann habe ich Malerei studiert und ich liebe die Malerei, aber ich habe auch da gemerkt, es ist nicht meine Berufung. Und ich habe schon vor 20 oder 25 Jahren mit Astrologie angefangen und Psychologie hat mich schon immer interessiert. Ich habe es damals nicht studiert, weil ich mir auch mit Astrologie nicht vorstellen konnte, ja, werde ich da, habe ich da einen Job oder wie auch immer, weil ich bin konservativ aufgewachsen, also Astrologie hätte da überhaupt nicht reingepasst. Aber was ich sagen wollte auch, so wie es der Heidi ging und so ging es mir auch, ich war damals super verzweifelt im Alter von 21 und wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich habe alle anderen beneidet, die wussten, sie studieren Architektur oder Produktdesign und ich wusste immer nur eins, das ist alles das, was ich nicht machen will. Aber ich wusste nicht, was ich machen wollte. Und ich meine, heute weiß ich es natürlich und es war für mich auch ein langer, langer Weg, also bis ich dahin gekommen bin. Und genau deswegen kann ich auch heute meinen Coaching-Kundinnen helfen, weil ich den Weg sehr gut kenne, wo die gerade stehen. Und ich merke, alles hatte seinen Sinn. Also ich habe gelernt, denke ich, ist wichtig. Ja, also ich finde, du hast da etwas Wichtiges angesprochen, ja. Also dieses, dass wir einen bestimmten Weg auch gehen mussten, in Anführungsstrich, wie wir anfangs schon gesagt haben, mit dem Thema Erfahrung machen, ja. Und ich denke, viele sagen, ja, aber ich will jetzt unbedingt jetzt meine Berufung leben, ja. Jetzt so, jetzt muss es sein. Und ich habe oft das Gefühl, dass viele Dinge vielleicht zum späteren Zeitpunkt viel oder zusammen sich zusammenfügen, wenn wir es lassen. Ja? Also wir glauben, dass manche Erfahrungen unnötig sind oder uns nicht helfen. Und zum Beispiel, wie Anna eben das auch schon gesagt hat, aufgrund, weil sie diese Erfahrung macht, kann sie ihre Kunden, ihre Klienten so entsprechend begleiten. Genauso ist es bei mir auch. Ich habe so viele Dinge erlebt, ob ich das unbedingt nochmal will, bestimmt nicht teilweise. Aber ich weiß, es gehört zu meiner Lebensaufgabe dazu. Es gehört nicht nur für mich, es gehört auch für meinen Weg als Coach, als Rednerin und so weiter, weil ich diese Aufgabe für dieses Leben, ja, mir vorgenommen habe. Und deswegen sollten wir auch da einen gewissen Druck und auch wie das eben schon angesprochen worden ist mit dem Thema Perfektionismus, da auch rausnehmen und uns auch den Weg, ja, also einlassen. Und deswegen auch die Aussage, ey, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Heute, deinen inneren Ruf kannst du nur heute wahrnehmen und nicht, weil du irgendwann mal vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren oder 5 Jahren irgendetwas entschieden hast, um daran festzuhalten, ja? Also das ist, du hältst an dem Leben an für sich dann, also du hältst das Leben fest und lässt es nicht sich entfalten, ja? Weil das bedeutet es letztendlich, wenn du stur an einer Situation, an einem Schema, an einem Businessplan, an einer Idee
festhältst, obwohl es vielleicht gar nicht so funktioniert, wie du es gerne hättest. Frag dich doch mal. Und ich glaube, das ist auch gerade viele, die hier zuschauen, vielleicht auch so ein eigenes Business aufbauen wollen. Ich weiß, viele meiner Klienten sind auch gerade in dem Bereich, dass sie sich selbstständig machen oder machen wollen und vielleicht auch noch nicht so erfolgreich sind. Dann frage dich doch, ist es das wirklich, was wirklich, wirklich, was du wirklich willst, was du nach außen tragen willst? Oder glaubst du nur, dass es das Richtige ist? Ich weiß, viele hören das nicht gerne, was ich gerade jetzt sage, aber manchmal ist es auch interessant, alles über den Haufen zu werfen und zu sagen, okay, das ist nicht wirklich meins. Ich mache, weil ich bei anderen vielleicht gesehen habe, dass es da funktioniert, aber im Grunde meines Herzens will ich etwas ganz anderes, ja. Und genau darum geht es. Und wenn wir uns immer mehr erlauben, wirklich auf den Grund dazu gehen und uns immer auch jeden Tag neu zu justieren. Und glaub mir, mir ist es genauso. Also viele Dinge, die ich, die heute für mich Thema sind, die habe ich vielleicht vor einem Jahr noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, obwohl ich schon sehr lange sehr bewusst auch gerade im Thema Berufung bin, also meinem inneren Ruf zu folgen, ist es auch wirklich so, wo ich mich auch immer wieder neu justiere. Also es hört nicht auf. Und genau darum geht es, ja, also bei diesem Punkt. Und da möchte ich auch gleich so einen kleinen Schwenker machen zu dem nächsten Thema, wo ich immer wieder merke, dass viele sich da auch sich schwer tun. Nämlich sich ganz bewusst, und ich meine es wirklich so, sich ganz bewusst für ein freudvolles Leben, glückliches, erfülltes Leben zu entscheiden. Eine bewusste Wahl zu treffen. Und ich nenne es immer, nicht nur damit zu kokettieren, sondern wirklich eine bewusste Wahl zu treffen. Weil wenn du das tust, dann sagst du im Grunde dir, dem Universum, deinem Nachbar, dem wem auch immer, du sagst es dem Leben, du bist bereit, das auch wirklich für dieses Leben. Und du triffst diese Wahl. Du sagst nicht, ja, es wäre schön, wenn ich denn mal ein glückliches Leben hätte, wenn ich denn endlich meine Berufung leben könnte, wenn ich eine glückliche, erfüllte Liebesbeziehung hätte, wenn ich denn endlich mal richtig tollen Sex hätte oder wie auch immer. Ja, also das, sondern du entscheidest dich dafür, du triffst eine Wahl und du kannst diese Wahl treffen. Und meines Erachtens, und ich setze es mal so in Klammer, müssen wir sogar eine bewusste Wahl treffen für das, was wir wirklich wollen. Ja, für eben dieses freudvolle, für dieses erfüllte, für dieses glückliche Leben. Und für mich gehört es auch beim Thema Berufung dazu, eine bewusste Wahl zu treffen. Ja, und das ist mir sehr wichtig. Anna? Ja, da möchte ich auch noch was dazu sagen. Also wir haben ja alle ganz viele negative Glaubenssätze in uns oder je nachdem, wenn du sie schon alle bearbeitet hast, dann herzlichen Glückwunsch an dich. Aber ich glaube, da gibt es ganz wenige, die alle bearbeitet haben und alles ist toll. Und ich sehe halt, ich kenne es aus meinem früheren Leben, wenn man negative Glaubenssätze hat, wie zum Beispiel, ich habe es nicht verdient oder ich bin nicht gut genug oder sind da die meisten negativen Glaubenssätze oder ich darf mir kein freudvolles Leben gönnen, ne? Dann kreiert man sich natürlich ein Leben, das nicht so freudvoll ist und manchmal hat man ja vielleicht so einen negativen Glaubenssatz, ich darf nicht glücklich sein, weil andere da nicht glücklich sind oder wie auch immer. Also da gibt es ja die konfusesten oder es gibt Glaubenssätze, die sehr, sehr, sehr ausgefeilt sind. Und das aber dann in so ein Selbstsabotageprogramm endet. Und zwar, dass du dir deine glückliche Beziehung versagst, deinen Geldfluss versagst, deine Berufung versagst oder vielleicht deinen gewünschten Seelenort versagst, weil du denkst, du hast es nicht verdient. Oder ne, also und da sind wir ja beim Thema, so wie die Heide das auch eben schon sagte, also diese Ausrichtung auf das freudvolle Leben. Ich meine, wir sind alle hierher gekommen, damit wir glücklich sind, damit wir unsere Erfahrungen machen dürfen. Und wie schon gesagt, du kannst dir selbst entscheiden. Du kannst komplett selbst entscheiden, täglich. Ja, auch alte Gedanken über Bord schmeißen und dann neue. Dir dein Leben zu gestalten. Also ich mache das zum Beispiel so, da kommen wir vielleicht später noch dazu, da gibt es so bestimmte Anleitungen einfach, wenn man das macht, Affirmationen, aber du musst natürlich auch deinen Weg gehen. Oder wirklich dir mal konkret bewusst machen mit dem Aufschreiben, wohin willst du wirklich gehen? Also das hat schon auch was mit Fokus zu tun und wenn du dich nämlich über längere Zeit konkret fokussierst, dann fällt dir auf, dass der andere Mist, den du gar nicht brauchst, auch wegfällt. Und
Das hat schon sehr viel mit einer Ausrichtung zu tun und mit einem positiven, mit einer bewussten Gestaltung. Ja, sehr schön. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, ich liebe Probleme und erkenne das jeweilige Geschenk darin. Das haben wir schon ein bisschen angesprochen, diese Thematik. Ich möchte aber noch mal ganz explizit ansprechen. Ich merke, das merke ich, das kenne ich auch von mir, dass wenn eine bestimmte Herausforderung da ist, ein bestimmtes Problem oder irgendetwas, auch wenn mir das bewusst ist, was ich jetzt sage, denke ich, mein Gott, brauche ich das denn wirklich? Ja? Aber wenn wir es wirklich aus dieser Perspektive sehen, also dass diese Herausforderung, dieses Drama, wie schlimm es auch wirklich ist, egal wie schlimm es ist, ja, dass da immer ein Geschenk dahinter steckt. Wenn du das mal wirklich verinnerlicht hast, dann ist so vieles relativiert sich. Und wir erkennen, um was es wirklich geht. Ja? Und wir schauen dann hinter die Dinge. Und das ist etwas sehr, sehr, sehr Spannendes. Und ich weiß, dass gerade, dass viele Menschen im Grunde diese Aussage verstanden haben. Aber, und jetzt kommt ein Aber, das ich sehr spannend finde, aber in dieser einen ganz bestimmten Situation, bei dir ganz persönlich und in dieser besonderen Problematik ist es aber nicht so. Ja? Ich weiß, dass wir genau dazu neigen und sagen, ja, okay, grundsätzlich funktioniert ja das Manifestieren. Grundsätzlich funktioniert ja das, was du jetzt sagst. Und ich glaube das ja auch. Ja? Aber in dieser Situation funktioniert es nicht. Hey, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Also ist es doch viel spannender, sich bewusst mit dieser Aussage auseinanderzusetzen, sich das immer wieder auch ins Bewusstsein zu holen. Weil im Grunde geht unser ganzes Leben geht um Bewusstsein. Ja? Je bewusster wir uns dieser Dinge sind, es ist jetzt nicht so, dass da keine Probleme mehr, keine Herausforderungen und Sonstiges in unserem Leben da sind. Doch, sie sind da. Aber wie wir damit umgehen und was wir dann daraus erkennen, wie wir das tatsächlich dann in unserem Leben leben, das ist viel spannender. Und dann ist es wie eine Abenteuerreise. Und dann macht es sogar echt Spaß, wenn dann eine bestimmte Thematik kommt. Also mir geht es so, dass ich, wenn ich manche Dinge erkenne, dass ich dann mich einfach auch kaputt lache, einfach diese Erkenntnis zu haben, dass ich vielleicht zum 100. Mal ja doch noch mal erfahren musste oder doch noch mal in diese Falle reingetappt bin, bis ich es endlich kapiere. Und vielleicht muss ich es noch mal und noch mal. Aber ich finde es dann nicht mehr ganz so schlimm, wie wenn ich unbewusst bin in dieser Thematik und denke, mein Gott, es passiert jetzt mir alles und ich kann nichts dafür. Doch, wir sind kraftvoll, wir sind machtvoll und wir haben dieses Bewusstsein. Es gilt einfach, nur, ja, uns daran zu erinnern. Und diese Aussage, dass eben deine ganzen Herausforderungen, auch deine Probleme, ich sage immer, Probleme sind ja für etwas gut, sonst würden sie ja nicht Problem heißen, sondern Anti-Blem, ja. Also, das wirklich zu erkennen, dass da ein Pro, ein dieses Pro ist das Geschenk, was dir zeigt, hey, da, du bist mit dem, mit dieser Situation, mit dieser Thematik, mit diesem Menschen, mit diesem, ja, da bist du noch nicht im Klaren, da bist du noch nicht im Frieden. Und wenn du da genauer hinschaust, dann können sich wirkliche Berge kann man damit versetzen. Gell, Anna? Genau, so ist es. Also ich liebe Probleme, ja, genau, das ist dieses Geschenk anzuerkennen, denn dadurch dürfen wir wachsen. Und es ist ja auch die Aufgabe dann, eben wie du schon gesagt hast, auch, wie schaut man auf das Problem, ja, und wie löst man es, ne? Und das ist ja auch so eine Herausforderung. Manchmal denke ich mir, das Universum testet einen gern. Ja, so mal schauen, was sie jetzt macht. Hat sie das jetzt gelernt, die Aufgabe? Hat sie das jetzt kapiert? Dann darf sie weitergehen. Wenn nicht, dann darf sie es nochmal machen. Ne? So ungefähr ist es. Aber wenn man es dann gelöst hat, und dadurch wächst man eben auch, gerade halt in Beziehungen oder in der Berufung, egal in welchem Bereich, auch im Geld, ja, Finanzen, ne, dann darf man weitergehen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Aufgabe. Ja, im Endeffekt, ja, es ist schon so. Genau, und es schließt so ein bisschen dann auch an die nächste Thematik an. Und zwar, ich nehme die Angst als eine hilfreiche Illusion wahr. Das geht, also all die Themen, die wir heute ansprechen, gehen im Grunde sehr tief, aber
wir wollten ja auch nichts irgendwie an der Oberfläche, irgendwie jetzt, ja, tschakka, tschakka und dann bist du glücklich, ja, sondern wirklich die Hintergründe, dass wir uns das wirklich mal bewusst machen, um was es wirklich geht. Und unsere Ängste sind wirklich, wenn ich sie mal als unsere Ängste als Wegweiser, das habe ich eben schon so ein bisschen versucht zu sagen, wenn wir unsere Ängste als Wegweiser betrachten, unsere Angst zeigt uns doch sehr klar, wo wir hinlaufen dürfen, ja, und was wir uns noch genauer anschauen dürfen. Also so mal jetzt ein Beispiel, ein praktisches. Ich habe sehr lange Zeit Angst gehabt vor Hunden. Und ich bin echt erstarrt, wenn ein Hund auf mich zugekommen ist. Und es hat für mich relativ lange gedauert, diese Thematik anzugehen. Aber mir war schon immer klar, es nützt nichts, wenn ich sage, ich will mich damit nicht beschäftigen. Ich habe halt einfach, weil viele sagen, ja, ich habe halt Angst vor Hunden und so ist es halt, ja. Und Thema erledigt. Aber wenn du Angst vor irgendetwas hast, auch nur eine unterschwellige Angst, ja, wenn du dich zum Beispiel auch nicht traust, das hat auch etwas mit Angst zu tun, ja. Oder wenn du glaubst, du versagst oder du traust dich nicht, dich zum Beispiel selbstständig zu machen oder deine Berufung zu leben und so weiter. All das hat was mit Ängsten zu tun. Wenn du dich nicht traust, diese Ängste dir genauer anzuschauen, dann kommst du nicht an das, was dir wirklich wichtig ist. Weil Angst ist wirklich im Grunde nur eine hilfreiche Illusion, damit wir auch erkennen, um was es wirklich geht. Es geht nämlich immer darum, die Liebe zu leben. Ich nenne es jetzt mal so, auch wenn sich das jetzt ein bisschen abstrakt anhört. Aber das, was mit Erfüllung zu tun hat, das, was aus uns heraus will, aber das kann ich doch nur wahrnehmen, wenn ich es wirklich tatsächlich auch wahrnehme. Ja? Aber wenn so viel Angst, so viel Blockaden, so viele, alles drüber, also auch Gedankenkarusselle, ja, all das drüber liegt, dann nehme ich das doch gar nicht wahr. Dann nehme ich die Angst wahr und bleibe in der Angst stecken, Punkt. Und mehr tue ich da nicht, weil viele sagen, ja, aber das ist alles so, ich kriege das nicht hin und ich habe schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht, aber du hast sie deswegen gemacht, dass du diese anschauen darfst, dass du schauen kannst, um was geht es da wirklich. Du bist nicht machtlos. Und wenn du aber sagst, ich weiß nicht, was es ist oder ich komme da nicht heraus, dann gibst du deine Macht ab. Ja? Du machst dich machtlos und dann kannst du im Grunde, bist du meilenweit weg wirklich von glücklich sein. Mhm. Und wenn du in deine Macht kommst, dann in die Macht kommen bedeutet auch wirklich seinen Ängsten, die ganz bewusst wahrzunehmen, deine nicht dienlichen Glaubenssätze. Schau doch mal an zu den Themen glücklich sein, zum Thema Berufung, zum Thema Geld, zum Thema Beziehung, Partnerschaft, zu deinem Körper, all das. Schau dir doch mal an, was du wirklich und wirklich nur für dich, was glaubst du wirklich, nicht das Aufgesetzte, ja, ich glaube, ich liebe mich und so und innerlich denkst du, oh, ich bin aber eine fette, kleine, dicke Kuh, ja, so, schau an, was denkst du, was fühlst du wirklich zu einer Thematik und das, was du wirklich denkst und fühlst, da stecken wahrscheinlich viele Ängste, Glaubensmuster und so weiter dahinter und wenn du dir erlaubst, die wahrzunehmen, auch deine Ängste zu umarmen, dann machst du wirklich im Grunde Quantensprünge. Und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das alles selbst irgendwie erlebt und erlebe es natürlich immer noch. Ja? Und auch die Angst zum Beispiel des finanziellen Ruins, das hat bei mir dazu geführt, dass ich wirklich finanziell ruiniert war. Also ich habe diese Erfahrung machen wollen in aller Konsequenz, ja? bis es gar nicht mehr ging. Ich habe diese Erfahrung gebraucht. Aber ich habe verstanden, dass es war mein Wegweiser. Es war der Wegweiser zu mir. Zum Beispiel habe ich die größten finanziellen Probleme gehabt, als ich entschieden habe, wirklich meiner Berufung zu folgen. Und der Hintergrund war der, dass der Glaubenssatz, die Angst, die dahinter steckte, die war so mächtig, dass ich zum einen nicht genug bin mit dem, was ich mache, das, was mir sowieso liegt, damit Geld zu verdienen, das geht nicht. Also das ist nicht genug. Ich bin nicht genug. Also für das, was ich so gerne mache, Geld zu verlangen, das geht nicht. Ja? Und dass ich ganz hart arbeiten muss für das, was, wenn ich hart arbeite, kann ich auch viel verdienen. Ja, aber als das Thema Berufung, als ich verstanden habe, was mein Ding ist, da ist es ja alles weggebrochen und da war ich dann, boah, ich war dann wie ohne Boden irgendwie, ja, und das wirklich, da genauer hinzuschauen, das war mein Weg und ich musste da hinein, ich durfte, was heißt ich durfte, wenn ich wegschaue,
ist es einfach nicht weg. Und deswegen ist Angst im Grunde ein super Wegweiser zu deiner Berufung, zu deinem Glücklichsein, zu deinem erfüllten Leben. Also dräng es nicht weg, drück es nicht weg, schau es dir ganz genau an. Ja? Und ich denke, das kennst du auch, Anna, oder? Diese Themen. Nee, kenne ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Genau. Mir total fremd. Genau. Ja, also erstmal, ich hatte früher mal auch weil du das sagst mit Hunden, ich hatte ja auch eine Hundephobie und das war so schlimm. Ich musste mich damit auseinandersetzen und ich habe dann angefangen, Hunde zu malen. Das war noch, wo ich Malerei studiert habe. Innerhalb von 3 Wochen hatte ich die Phobie auf einen Angstpegel runter, sag mal, geschraubt oder runter psychologisiert. Und dann haben mich Hunde so fasziniert, dass ich zur Hundeliebhaberin geworden bin und habe dann ja später auf der Peloponnes mit 3 Hunden gelebt. Und ich liebe Hunde. Und ich habe schon immer Hunde geliebt, aber die Phobie ist bei mir halt durch bestimmte Umstände irgendwann mal ausgebrochen. Was ich aber auch sagen wollte, das ist halt eben das Gegenteil von Angst, ist ja Liebe. Und das habe ich dadurch auch erfahren dürfen. Und nicht Mut, sondern ja, vielleicht glücklicherweise hatte ich gar keinen anderen Ausweg mehr, als mich damit beschäftigen zu müssen. Und ich lade auch wirklich jeden dazu ein, gerade mit den Geldthemen oder Beziehungsthemen. Also wenn man merkt, oh, das fühlt sich total verworren an, Beziehung fühlt sich für mich irgendwie nicht so gut an. Und auch zu dem Thema, was hier im Chat war mit der Sexualität, weil da waren noch mal ein paar Comments dazu. Ja, also Sexualität, Überbewertung, es ist halt die Frage, wie man Sexualität definiert, weil ich glaube, wie auch immer, sie spielt einen wichtigen Wert oder vielleicht hat man auch Angst davor, vielleicht auch nicht, wie auch immer. Aber wie gesagt, was wir gerade besprochen haben, es lohnt sich einfach, seine Themen wirklich anzuschauen. Und manchmal versteckt sich die Angst hinter so Sachen auch. Das muss nicht sein, aber das kann sein, dass dann so ein Schutzmechanismus da ist, der sagt, oh, das ist mir nicht so wichtig oder das interessiert mich nicht oder so, ja. Es gibt ja auch so einen Schutzmechanismus. Und Angst ist ja auch manchmal gut, weil die schützt dich. In dem Zeitpunkt bist du vielleicht auch nicht bereit, nach außen zu gehen oder die Leistung zu bringen. Aber irgendwann mal kommt der Punkt, wo du merkst, oh, jetzt wird es aber hinderlich und ich möchte was machen. Und dann fängt es natürlich an, dass du dich damit beschäftigst. Hat auch noch eine geschrieben, liebe Heidi, seit deinem letzten Online-Coaching hat sich einiges bei mir getan. Ich weiß zwar nicht, ob es das nun wirklich ist, aber es macht mir Spaß. Danke sehr, hat die Simone geschrieben. Danke. Falls du es im Chat gesehen hast, Heidi. Danke. Ja, und ich möchte, weil das sehr, sehr schön dazu passt, abschließend den Punkt ansprechen. Und zwar, es geht wirklich darum, auch sich bewusst für die Selbstliebe auch zu entscheiden, also Selbstliebe praktisch zu zelebrieren. Ich weiß, dieses Thema ist etwas, was jeder schon, ja, du musst dich selbst lieben, bla bla bla, und dann meditieren wir und dann machen wir bestimmte Übungen zur Selbstliebe, so, und das machen wir dann eine halbe Stunde am Tag oder in der Woche oder wie auch immer. Und dann führen wir unser normales Leben, das mit Selbstliebe oft überhaupt nichts zu tun hat. Ja? Also wir ernähren uns schlecht, wir bewegen uns nicht, wir qualmen, bis der Arzt kommt sozusagen. Wir leben nicht das Leben, was wir wirklich wollen. Wir schieben alles auf. Wir leben nicht unsere Berufung und wir sind ständig am Mäkeln, weil es nicht genug ist. Wir streiten uns. Wir wollen Recht haben oder wir ordnen uns unter. Und all das, das ist alles nicht gelebte Selbstliebe. Also Selbstliebe ist nichts, was wir irgendwann mal eine halbe Stunde machen oder was wir in der Meditation machen. Und auch wir haben, da kommen wir auch gleich nur dazu, wir haben auch zum Thema Selbstliebe auch eine super Meditation, die wir euch auch dann später zur Verfügung stellen können. Aber weißt du, das ist so wie, das reicht nicht. Selbstliebe ist wirklich ganz praktisch. Dich immer wieder zu fragen, ist das, was ich jetzt gerade tue? Und ich finde das sehr spannend. Also für mich war das sehr, sehr hilfreich, mich immer zu fragen, das, was ich jetzt gerade tue, hat das wirklich etwas mit Selbstliebe zu tun? Das ist die erste Frage. Und wenn ich die Antwort, okay, eigentlich nicht so wirklich. Also, dass ich jetzt hier etwas aus lauter Frust esse, ja,
Nee, das hat nicht wirklich etwas mit Selbstliebe zu tun. Ja. Und dann die zweite spannende Frage, warum tue ich es? Warum tue ich es aber, obwohl es nicht mit Selbstliebe zu tun hat? Und wenn du dich bewusst damit beschäftigst, dann öffnest du einen ganz anderen Raum und du zelebrierst immer mehr, auch in deinem Alltag, Selbstliebe. Und dann lebst du immer mehr das, was wirklich, was dir wichtig ist. Und glücklich sein ist dann wirklich keine Theorie, sondern wirklich gelebte Praxis. Ja? Und das hat sehr, sehr, sehr viel mit gelebter Selbstliebe zu tun. Also wenn ich dir auch einen Tipp hier geben darf, liste doch mal wirklich auf, was für dich gelebte Selbstliebe zu tun hat, ja? Also wo, oder anders, vielleicht fängst du mit dem Gegenteil an, was zum Beispiel alles in deinem Leben nicht mit Selbstliebe zu tun hat, ja? Also egal, ob das jetzt mit deinem Körper ist oder ob das deine ständigen Gedanken, die um irgendein Thema kreisen, auch das hat nichts mit Selbstliebe zu tun, ja? Eher mit Selbstzerfleischung. Also dieses Thema ist so subtil zum einen und so groß und es lohnt sich wirklich, sich ganz, ganz ehrlich auf den Prüfstand zu stellen, ja? Oder Anna, also das Thema kennst du doch bestimmt auch von dir selbst und von deinen Klienten. Ne? Also ein Riesenthema. Ja. Es ist das größte Thema. Und ja, und ich muss sagen, Selbstliebe ist halt auch wirklich Selbstachtung, den Wert, dass man sich wirklich, was wünsche ich mir heute, was möchte ich heute erleben, genau wie du schon sagtest, auf die Ernährung achten und so weiter. Und es hat auch keinen Sinn, wie du auch schon sagtest, ja, ich liebe mich selbst und dann denke ich über mich, ja, ich bin klein, doof und hässlich oder so, ne? Und ich mache dann auch Sachen, das merkt man ja auch in allen möglichen Bereichen, Grenzen setzen in der Beziehung oder auch mit dem Geldfluss oder in der Berufung, also dass man sich wieder was nicht zutraut. Oder ich frage mich dann oft, warum, woher kommt der Gedanke? Also einfach auf sich zu gucken und ja, wirklich liebevoll zu sich selbst sein, ne? Also dieses in der Gelassenheit auch sein, in der Entspannung sein, in der, ja, also in diesem Selbstvertrauen letztendlich sein. Ne? Das ist für mich Selbstliebe. Und wenn man das dann mal immer öfters praktiziert und einfach erfährt, dann will man es auch nicht mehr loslassen. Also dann nimmt es immer mehr Einzug in den Alltag, dass man sich nicht von irgendwelchen Situationen auch überrennen lässt, sondern wirklich sich die Zeit nimmt und sagt, Moment mal, wie fühle ich mich jetzt gerade? Will ich das wirklich? Das schaue ich nochmal, das überlege ich mir nochmal. Oder dass man dann für Situationen geht und sagt, oh ja, da habe ich voll Lust drauf und sich auch Dinge gönnt und ja, sich selbst gute Dinge tut im Endeffekt. Ja, ja, sehr schön. Also genau so ist es auch gemeint. Ja, und wir haben ja schon eingangs gesagt, wir haben zum Schluss auch noch etwas, was wir dir ganz besonders ans Herz legen möchten. Und da möchten wir jetzt auch noch darauf eingehen. Wir haben wirklich etwas, vor allen Dingen für diejenigen kreiert, die sagen, das ist schön, was hier alles gesprochen ist. Und ich möchte da mich wirklich jetzt mal ganz bewusst mit dieser Thematik glücklich sein beschäftigen. Ich möchte mein eigener Coach sein. Ich möchte wirklich eigenverantwortlich, also wirklich in meine Kraft, in meine Macht kommen. Und ich möchte da auch wirklich bewusst an dieser Thematik mal dranbleiben. Und dazu haben wir zusammen diesmal einen, ja, im Grunde ist es sowas wie ein Transformations-Workshop-Coaching. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, gar nicht so einen richtigen Begriff für das, was wir kreiert haben. Es ist auf jeden Fall etwas, was sehr umfangreich ist und alle Themen, die wir heute Abend angesprochen haben, sind damit beinhaltet. Also wie gesagt, der Kern ist einfach, dass wir immer mehr zu uns kommen, dass wir immer mehr in unsere Macht kommen. Und das, was wir dir anbieten möchten, ist im Grunde so etwas wie eine Inspiration, aber auch mit konkreten Tools und Techniken, damit du mehr in die Selbstliebe kommst, mehr als machtvolles Schöpferwesen tatsächlich lebst, dass du also wirklich glücklich bist und das auch zelebrierst. Und diesen, ja, ich nenne es jetzt mal Transformationskurs, ja, der beinhaltet letztendlich 6 Module. Wir haben über 50 Videos erstellt gemeinsam und wir möchten auch,
weil wir wissen, dass diese Thematik, die ist ja so vielschichtig. Also wir, wie gesagt, wir gehen auf diese, all diese Themenbereiche ein, also ob das Beziehungen sind, ob das Thema Berufung, also wie finde ich meine Berufung, wie gehe ich auch in Liebesbeziehungen mit mir um, wie gehe ich mit mir selbst um. Also all diese Themen sprechen wir an, aber wir wissen auch, dass vielleicht das ein oder andere haben wir vielleicht noch nicht angesprochen. Also das ist auch so etwas wie interaktiv, ja, einen Kurs, dass sie ja zum Beispiel die teilnehmen, auch sagen können, hey, diese Thematik, die habt ihr mir zu wenig beleuchtet oder die möchte ich, da möchte ich noch ein bisschen mehr Input. Also da sind wir offen für diese Themen und dieser, wir haben gesagt, okay, es gibt sowas wie Upgrades, ja, also in der Interaktion mit euch wird dieser Kurs weiterentwickelt, ja, und also wir freuen uns sehr, das mit euch zu teilen und es gibt auch, ja, ein Modul, das ein Forum, kein Modul, ein Forum, wo zum Beispiel Anna jeden Montag dir im Chat ja für ein Coaching zur Verfügung steht. Und von mir bekommst du zum Beispiel jeden Tag Inspiration geliefert. Und aber unabhängig davon, du kannst ein ganzheitliches Konzept, ja, stellen wir dir zur Verfügung und ja, du kannst da unbegrenzte Inspiration zu diesen Themen. Vielleicht magst du auch noch was dazu sagen, Anna. Ja, also genau, diese 6 Module sind, wie du schon sagst, Transformations-, Coaching-, Prozess-, Gruppe-, Projekt-, wie auch immer. Und da geht es ja eben darum, um deine Aufräum- und Heilungsphasen, um dein Glücklichsein als selbstbewusster Schöpfer, damit du wirklich in deine Macht und Kraft kommst, wie die Heidi das auch schon gesagt hat, dann ja von Beruf zu Berufung, ne, warum bist du wirklich hier auf diesem Planeten, damit du mal in deine Stärke kommst, weil die Welt braucht dein Talent und darum geht es auch, dass du das nach außen bringst. Und glücklich, erfüllt und reich, ja, wir haben auch was zum Thema Geld, negative Glaubenssätze und so weiter, Affirmationen und alles, was mit dem Thema Geld zu tun hat. Und auch Liebesbeziehungen, ja, zum Beispiel, wie kann man eine fruchtbare Kommunikation führen? Oder zum Beispiel mal, was ist, wenn man den alten Partner nicht loslassen kann und so weiter. Also wir haben verschiedene Thematiken. Wir freuen uns natürlich auch drauf, und dann halt eben das ganzheitliche Bewusstsein, um in die Schöpferkraft zu kommen. Und wir freuen uns schon, wie die Heidi das gesagt hat, natürlich drauf, wenn ihr spezielle Themen habt, was machen wir oder wie kann ich das lösen? Oder ja, ich stehe gerade in der Situation und ich weiß nicht, wie ich da voranschreiten soll. Ja, es gibt den Montagschat und die Heidi wird auch noch ihre Inspirationen fast täglich oder wie auch immer geben. Und ich ermutige euch, wenn ihr euch für das Programm entscheidet, dann werdet ihr da bestimmt nicht alleine sein. Es wird eine Gruppe sein. Und wenn ihr jemanden sympathisch findet, dass ihr da in Austausch geht, dazu möchte ich euch wirklich ermuntern, dass ihr euch einen Buddy sucht, also praktisch jemand, mit dem ihr einfach mal per Woche skypt und euch austauscht. Und weil wenn ihr sowieso euch für diesen Kurs entscheidet, dann wollt ihr ja auch in die Transformation gehen und was verändern. Und dann ist es natürlich gut, sich mit jemandem zusammenzutun, der das auch möchte. Und ich habe da gerade auch noch eine Frage gesehen von der Simone. Das war die letzte Frage. Ja, Selbstliebe ist nicht so einfach, wenn man in einer Beziehung ist, wo der Partner sehr fordert oder präsent ist. Naja, da fängt es dann auch schon an. Weil wenn er sehr fordert, das heißt, dass du ihm ja auch den Raum gibst zu fordern und wenn er sehr präsent ist, dass du dich auf irgendeine Art und Weise vielleicht zurücknimmst, fällt mir gerade ein. Und das hat auch wieder was mit Selbstwert, Selbstliebe zu tun und das mag nicht einfach sein, aber das sind halt so alte Muster, die dich nicht glücklich machen, beziehungsweise die wahrscheinlich auch nicht förderlich für die Beziehung sind. Da kannst du nochmal bei dir vielleicht nachschauen, was du gerade halt so, wie deine Gedanken dazu sind. Also anscheinend forderst du auch für dich nicht was ein. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das heißt, wie sage ich es? Ja, wie sagt man Dinge, gerade mit Männern, wie spricht man mit Männern, Mann als Frau? Ich habe früher auch How to Talk to Men Trainings gemacht. Und das war auch sehr wertvoll, sehr sinnvoll. Da habe ich ganz viel nochmal über Kommunikation gelernt. Ihr könnt auch noch viel mehr Fragen im Chat schreiben. Ich sehe, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Leute dabei sind. Ich kann es nicht sehen. Ich glaube, die Heidi kann es sehen. Aber schreibt doch einfach nochmal ein bisschen mehr Fragen rein. Also mich würde es wirklich interessieren, so was eure Themen sind.
Genau, aber ich möchte einfach noch mal zu dem Kurs was sagen. Wir haben hier etwas geschaffen, was wir wollten es für wirklich für ganz viele Menschen zur Verfügung stellen. Das heißt auch, die für viele sagen, ja, das ist ja schön, wenn ihr da was macht und sowas Tolles, aber ich kann mir das nicht leisten. Also diese Aussage, die ist bei diesem Programm, die ist eigentlich nicht Nee, mehr. Weil, ist nicht möglich. genau, also vor allen Dingen jetzt in der Einführungsphase haben wir uns entschieden, das Ganze für 99 Euro anzubieten. Und zusätzlich noch gibt es die Möglichkeit, das für 33 Euro a dreimal zu kaufen. Also wenn du wirklich diese Thematik, wenn du sagst, okay, ich will wirklich meine Ja-Abers und ich will wirklich da hineingehen und auch diese verschiedenen Thematiken, also im Grunde so etwas wie Aufräumen im Leben und wirklich in diese Eigenverantwortung. Da, im Grunde dreht sich alles darum, ja, immer mehr in die eigene Macht, in die eigene Kraft zu kommen und das auch zu leben. Und dann das in allen Lebensbereichen, ob das wie gesagt Berufung, Beruf, in Beziehungen mit deinem Körper, auch dazu haben wir etwas. Ja, also es ist wirklich komplett all diese Themen. Die lebenswichtigen Themen, die haben wir abgedeckt. Und wenn du wirklich bereit bist, da an einem Stück mal dran zu bleiben, weil im Grunde, das ist auch etwas eine Erkenntnis aus meiner eigenen Erfahrung, aus dem Coaching, wenn ich an einer Thematik für eine Zeit lang mal dranbleibe, also nicht nur ab und zu mal kokettiere, zum Beispiel wie hier, mal, das ist toll, wenn du das Webinar jetzt hier, da hast du bestimmt schon einiges mitgenommen, aber wirkliche Veränderungen finden statt im Leben, wenn wir wirklich eine Zeit lang voll reingehen, ja? Also uns voll darauf konzentrieren und in dieser Konstellation ist es auch echt einmalig, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Und wie gesagt, jetzt am Anfang bieten wir das auch für diese Preiskonstellation an und ja, also hey, ich weiß nicht, was einen dazu abhalten könnte, hier nicht dabei zu sein, wenn man, Frau, diese Thematik, wenn man wirklich mehr in die Eigenverantwortung kommen will, wenn man glücklich sein, wirklich leben möchte, erleben möchte, dann ja, außer du findest uns total blöd, wenn ich weiß ich nicht, was absolut hier dagegen sprechen würde. Anna, du hast keinen Ton, kein Ton, kein Ton. Du Ja, hast keinen also ich Ton. sagte, wenn du uns beiden doof findest und sagst, ich kann die beiden nicht leiden und ich mag nicht, wie die das machen, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, Ganz dass du viel. das Programm kaufst, weil wir würden uns dann öfters treffen und das wäre dann vielleicht nicht so gut. Aber wenn du sagst, Genau. okay, ich vertraue der Heidi, weil sie schon seit Jahren erfolgreich dieses Berufungsthema nach außen trägt und vielen Leuten hilft und auch meine Kundinnen sind sehr happy mit mir und fühlen sich sehr wohl mit mir und ich und haben das Gefühl oder nicht nur das Gefühl, sondern ich habe ihnen auch wirklich geholfen und ich kenne es auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass einfach so ein Transformations-Coachings-Projekt, ja, zusammen mit der Heidi zum Beispiel hast du zwei starke Frauen an deiner Seite, zwei starke Coaches und diese Videos unterstützen dich und diese Videos, die wir gemacht haben, die kannst du dir auch morgens einfach mal anhören, nachmittags nochmal, such dir deine Themen raus oder geh sie am besten alle durch, auch die 6 Module, wie die Heide das auch im Programm auch schon gesagt hat, wie du das dann alles handhabst. Aber es wird natürlich auch, wenn du dabei bleibst, zu einer Transformation für dich beitragen. Und das ist natürlich gut. Und ich gehe auch nochmal gerade Bevor du, solche Themen. warte mal ganz kurz, bevor du auf die Fragen weiter eingehst, ich habe schon den Link unter dem Video hier jetzt, ja, habe ich schon gepostet. Also ihr könnt schon euch das in Ruhe anschauen und könnt euch auch schon gleich anmelden. Ja, also nur damit das hier nicht untergeht. Ja, entschuldige, bitte, weiter. Kein Problem. Also wir sind nicht doof, Heidi, hat gerade jemand geschrieben. Na dann. Ja, toll, oder? Ja, genau, das ist doch schon mal was. Ja, ob wir dir zum Abschluss die 9 Punkte nochmal wiederholen können. Ja, ich denke, wir können es mal ganz kurz durchgehen, auch in den Modulen. Es werden 6 Module sein. Ja, und das andere war, ich habe mich bisher auch in jeder Beziehung untergeordnet. Das hat natürlich ein Glaubensmuster. Das hat natürlich dieses, das möchte ich künftig nicht mehr mal sehen, ob es klappt. Also da muss man sich eine Strategie überlegen. Da muss man einfach seine Stärke entwickeln. Also dieses, da habe ich auch ein schönes Video dazu gemacht. Das heißt von der Hoffnung ins Abenteuer. Also dieses Hoffen, ne, Ja. mal schauen, ob es klappt oder
mal schauen, ob das dann was wird, dann wird man feststellen, oder es wird meistens nichts, weil man landet wieder in der gleichen Situation, weil man natürlich nicht seine Achtsamkeit erhöht hat, weil man natürlich nicht sagt, okay, ich will es wirklich nicht mehr, und da muss man natürlich handeln. Also das ist der Punkt, wo wir, glaube ich, uns beide einig sind, Heidi, also ohne Aktion geht's halt nicht, ne? Also nur die Affirmationen, und dann mache ich eh das Gleiche, was ich eh schon immer gemacht habe. Ich denke das Gleiche, was ich gemacht habe. Ich schaue auf die Beziehung, so wie ich immer drauf geschaut habe. Und ich schaue auf meinen Geldfluss, ja, ob er kommt oder nicht, so wie ich es immer gemacht habe. Dann ändert sich leider nicht so viel. Ja. Und das ist, geht ja auch um diese Entscheidung, die wir vorhin schon angesprochen haben. Die Entscheidung, genau. Also, ja. Und dafür ist der Preis von 99 Euro. Du kannst es ja dir jederzeit anschauen. Du hast die Gruppe. Also es ist ein super Preis. Ne? Es ist ein sehr guter Preis. Wir haben wahnsinnig viel anzubieten. Und ja, Heidi, bitte. Ja, Entschuldigung. Ich wollte nur noch auf die 9 Punkte nochmal. Genau. Ich sage es einfach mal, dann kann man sie vielleicht wirklich so mal so als kleine Checkliste nehmen. Das erste, ja. Der erste Punkt war, ich bin präsent und jage keine Höhepunkte. Das zweite ist, ich bin mir bewusst, dass ich ja ein Erfahrungsjunkie bin. Das dritte, ich bin authentisch und folge dem Ruf meines Herzens. Der nächste Punkt ist, ich bin bereit, mein Leben jeden Tag neu auszurichten und neu zu gestalten. Der nächste Punkt, ich entscheide mich bewusst für ein freudvolles Leben. Der nächste Punkt, ich liebe Probleme und erkenne das jeweilige Geschenk an. Und ich nehme die Angst als hilfreiche Illusion wahr. Und ich übe mich in radikaler Selbstliebe. Das war jetzt der Schnelldurchlauf, aber wir stellen euch ja sowieso das Video nochmal zur Verfügung. Das sind ja dann nochmal die einzelnen Punkte im Detail. Aber das vielleicht hier nochmal gerade so als Checkliste, denke ich, war auch nochmal ganz hilfreich. Ja. Ja. Genau. Also ich muss sagen, ich bin ganz happy über diese Konstellation, über diesen Kurs, den wir kreiert haben, weil es ist wirklich etwas ganz, ganz Wunderbares, und auch die Konstellation, dass du sozusagen mitbestimmst, wie sich das auch weiterentwickelt. Also nicht, weil er unvollständig ist, aber und auch nicht, weil du den Kurs wirklich brauchst im Prinzip. Im Prinzip ist es ja so, alles, was wir, wie ich schon sagte, alles, was wir da drin anbieten, ist eine Inspiration, eine Erinnerung, und zwar hilfreiche und praktische Tools, ja, aber damit du immer mehr wirklich zu dir selbst kommst. Und manchmal ist es ja eben hilfreich, wenn man da Inspiration von außen bekommt. Aber nicht, weil wir dir sagen, du musst das so oder so oder so machen, sondern weil wir dich erinnern wollen, wie du es wirklich willst. Und ich glaube, es wird auch Zeit, einfach aus diesem Modus auch herauszukommen und darauf zu warten, ja, dass es vielleicht besser wird, so dieses Hoffen. Entweder du entscheidest dich dafür oder dagegen. Aber das Hoffen, dass es besser wird, das ist eine bestimmte Energiefrequenz, und du bleibst immer nur in diesem Hoffen drin oder in diesem Möglichen. Ja? Und egal, ob du das jetzt hier mit uns machst oder nicht, aber wenn dir das Thema wirklich wichtig ist, wenn du wirklich glücklich sein willst und in deine volle Kraft und Macht kommen und wirklich bewusster Schöpfer, Schöpferin in deinem Leben sein willst, dann wird es Zeit, etwas auch dafür zu tun, eine Entscheidung zu treffen, eine bewusste Wahl und loszurennen, und zwar genau in dieser Energiefrequenz und nicht, naja, es könnte oder vielleicht mache ich es oder irgendetwas. Und zum Beispiel auch so etwas wie diesen Kurs hier, dir wert zu sein, diese 99 Euro zu investieren, weil das ist mehr als gerechtfertigt, ja, und mehr als, ja, es hat etwas auch mit deinem Selbstwert. Bist du es dir selbst wert, wirklich da in dich zu investieren? Ja, wie gesagt, geht nicht nur um diesen Kurs, sondern generell in deine Entwicklung, in deine Entfaltung. Und investieren bedeutet zum einen natürlich Finanzen, aber es bedeutet auch deine Hingabe, ja, deine Hingabe an diese Thematik. Und nicht nur, wenn es wehtut oder wenn es dir mal nicht so gut geht, ein bisschen damit zu kokettieren, sondern wirklich dran zu bleiben, ja. Genau, so ist es. Also dieses Warten, dieses Mal schauen, ob es klappt, oder das Warten halt, ich warte auf was, damit was besser wird. Ich glaube, wir sind auch im Moment in so einer Zeit, die Zeit verändert sich ja, die Zeitqualität wird schneller, höher von der Schwingung her. Also es ist ja immer so, dass immer mehr Leute bewusster werden über ihr Leben und aufwachen sozusagen. Also wir sind ja in so einer Zeitqualität, ich denke, die läuft auch
Es wird, glaube ich, ziemlich spannend im Jahr 2023, wenn noch mal ein paar große Planeten wechseln, sage ich einfach nur mal so. Aber wir auch unsere medialen Fähigkeiten noch mehr entwickeln und wir sind ja gerade schon dabei. Ja, genau. Und das ist ja dann auch vielleicht für dich interessant, wo du gerade merkst, das merkst du dann auch, wenn du merkst, oh, so wie ich bis jetzt geweiter, so wie ich es bis jetzt gemacht habe, geht es jetzt nicht mehr. Ja, also manche Leute brechen zusammen oder die Beziehung bricht auseinander oder der Job wird gekündigt oder irgendwas passiert und jetzt stehen sie vor einem neuen Leben und jetzt geht es darum, oh, jetzt kommt was Neues, aber was kommt denn? Oder manche sagen natürlich, ey, das ist ja super cool, jetzt kann ich endlich meine Berufung leben. Ja, also im Endeffekt passiert es ja alles aus einem bestimmten Grund und es passiert, damit du dich weiterentwickelst. Und natürlich ist es deine Entscheidung, weil wenn du sagst, naja, ich in dieser Selbstmitleidsphase drin stecken bleibst und sagst, ja, ich weiß ja, dass es mir schlecht geht, aber naja, es ist halt so, ne? Mein Partner ist halt fordernd oder ach, ich kann halt leider nicht den Job wechseln oder naja, ich mag meinen Job halt nun mal nicht und du guckst nicht nach deinen neuen Möglichkeiten, dass sich für dich was anderes ergibt, weil es gibt immer neue Möglichkeiten. Dann ist es deine Entscheidung. Das ist ganz klar. Also es gibt halt dieses, die anderen sind dran schuld oder was man ja gerne macht und gerade in Beziehungen passiert das, ja. Man verlagert es nach außen, ne? So das, was man nicht gelebt hat oder das, was man nicht lebt oder das, was man nicht sich nicht äußern kann, das wird dann, da sucht man dann ein Opfer im Außen oder man sucht einen Schuldigen im Außen oder man, ne, dann und dann sagt man, ja, der ist ja so. Na, aber eigentlich ist es der Spiegel oder der spiegelt uns was oder die Verlagerung wird halt von uns nicht gelebt. Und das sind halt auch so Dinge, da muss man sich auch ein bisschen bewusster werden, gerade im heiß diskutierten und eigentlich viel geliebten Beziehungsbereich. Aber das kann ja auch mit deinem Kooperationspartner im Business passieren. Ja, weil es sind die gleichen Themen und von daher macht es überhaupt keinen Sinn. Ja, also es geht, wie Anna eben schon gesagt hat, wir schlittern immer mehr in eine ganz neue Zeitqualität hinein und da tut sich unheimlich viel und wir sind wirklich alle gefordert, uns zu erinnern, für was wir wirklich hier sind und in unsere Kraft und Macht zu kommen. Dazu werden wir gerade auch aufgefordert und alles, was nicht so ist, das fliegt uns um die Ohren. Deswegen funktionieren viele Dinge nicht. Deswegen auch so das Thema Hochsensibilität passt ja auch hier rein. Aber auch da ist es so, trotzdem, auch wenn du hochsensibel bist, auch gerade da ist es so, dass wir das oft sagen, ja, aber es ist so und ich bin ja so empfindsam und so weiter. Das ist alles, ist auch korrekt und wir brauchen auch diese Empfindsamkeit zum Beispiel. Aber es ist wichtig, dass wir in unsere Kraft, in unsere Macht kommen. Und solange wir das nicht tun, zeigt uns das Leben immer wieder Möglichkeiten, das einzuüben, in unsere Kraft und Macht zu kommen. Und diese Situationen, die gefallen uns aber nicht immer. Aber so wie ich vorhin schon sagte, es sind Geschenke, die uns einfach nur helfen, dahin zu kommen, wo wir hinkommen wollen, ja, also wo wirklich unsere Seelenplan auch uns hinführen möchte, weil dafür ist er da, ja, und wir sind ein dreiteiliges Wesen, Körper, Geist und Seele, und deswegen ist es wichtig, und genau diesen Punkt, also Körper, Geist und Seele, das ist kein Blabla und auch kein Geschwätz, und genau diese Punkte haben wir auch, danach ist der Kurs aufgebaut, also mit diesem Hintergrundwissen, alles, was wir heute gesagt haben, das ist keine Theorie, zum einen selbst erfahren, und zum anderen ist es die Basis von diesem Kurs. Also erwarte nicht, dass wir dir sagen, mach 1, 2, 3, 4, 5 und dann bist du glücklich, sondern erwarte, dass du Inspiration bekommst, dass du deine 1, 2, 3, 4, 5 bei dir selbst hörst, sie wahrnimmst und dann nach außen gehst und dann sagst, okay, danke Anna, danke Heidi Marie, es war schön, aber jetzt gehe ich meinen Weg alleine. Dann haben wir einen guten Job gemacht, ja, Anna und ich. Und Genau. genau darum geht es, ja. Aber wie gesagt, wenn du noch nicht so weit bist und einfach denkst, hey, ich will auch nicht mehr diesen Weg alleine gehen, ja, also und sagst, ich möchte mich austauschen, aber positiv, in dem Sinn, dieses Weiterbringen und nicht nur, oh, es funktioniert halt nicht und es ist traurig. Das ist nämlich ein großes Thema immer noch bei ganz vielen Menschen. Viele Menschen erwachen, aber sie haben das Gefühl, sie sind alleine. Nicht, weil sie de facto alleine sind, sondern weil sie einfach tatsächlich niemand in ihrem Umfeld auf den ersten Blick haben, der da ist, wo sie sich über diese Themen austauschen können. Und ich kann euch sagen, das ist nochmal ein mega Verstärker, wenn du Menschen hast, die auch auf diesem Weg sind,
Weil dann, weißt du, jemand, der schon so bewusst ist, wie du es vielleicht auch schon bist, dem kannst du kein X für ein U vormachen, ja? Der sagt nämlich, hey, schau da doch mal genauer hin. Du brauchst mir nicht zu erzählen, dass du so ein armer Wurm bist. Du bist mächtig. Also komm in deine Macht und schau dir an, was dich daran hindert, deine Macht wirklich zu leben. Also der wird ja nicht dich noch in deinem Bedauern unterstützen, ja? Sondern dich unterstützen, in deine Kraft zu kommen. Und das ist das Spannende. Und genau das werden wir hiermit sozusagen diese Plattform zur Verfügung stellen, ja. Also es ist kein Einzelcoaching, aber es kommt dem schon ziemlich nahe, was wir hier bieten, ja. Und einfach durch diese Themen, weil wir die Themen einfach kennen aus unserer Arbeit, aus unserer eigenen Erfahrung, haben wir ganz viele eben, wie gesagt, aktuell sind es schon über 50 Videos und auch viele schriftliche Sachen und Checklisten, ja, und Übungsblätter und was auch immer. All das steht dir zur Verfügung, aber immer mit der Bitte verbunden, schau, was ist deins, ja? Und tausch dich aus. Wir können nicht mehr, wie es anbieten. Und wie gesagt, wenn du diesen Weg mit uns gehen willst, wir freuen uns darüber, dann hau rein. Hey, weil auch nochmal zu dem Betrag. Das ist etwas, was wir uns für jetzt am Anfang entschieden haben. Aber das ist so wertvoll und wir werden bestimmt an diesem Betrag auch den nach oben schrauben. Das sage ich auch nochmal klar. Ja, genau, weil wir haben erstmal qualitative Videos gemacht, die vom Content her sehr gut sind und die dich inspirieren werden. Und ich denke halt, so wie Heidi das schon sagte, wir alle haben ein Riesenpotenzial und wir leben nur, ich glaube, die wenigsten leben das wirklich aus. Und wir haben so ein Potenzial, wir wissen das gar nicht, noch nicht. Wir werden noch mehr von der Zeitqualität her in unsere Schöpferqualität oder Schöpferkraft reinkommen. Wir werden sehen, welche medialen Fähigkeiten wir alle nutzen können, die wir schon früher mal genutzt haben und die sind halt verschüttet. Darum geht es ja auch im Großen und Ganzen, ne? Das Ganze wieder auszugraben und zu sehen, was da alles in uns ist. Und ich denke auch, der Preis ist völlig okay. Da brauchen wir heute gar nicht eigentlich großartig drüber zu sprechen, sondern wirklich auch von der Qualität her oder vom Preis geht es höchstens auch dann irgendwann mal nach oben. Und ja, wenn du wirklich an dir arbeiten willst und wenn du merkst, dass irgendwas anders ist als jetzt, du bist aufgewacht und meistens ist es kein glückliches Aufwachen, das wollte ich nämlich auch noch dazu sagen, das tut meistens weh, weil man sich denkt, oh, erstens mal irgendwas, ich kenne es nicht, irgendwas läuft anders, ich habe nichts mehr unter Kontrolle, das alte Muster funktioniert nicht mehr. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht, wohin. Das kann auch sein, ja. Das kann in allen möglichen Bereichen sein. Und gerade dann, und man merkt es auch, dass man sich mit vielleicht die Beziehung beendet oder die Freunde werden andere, sind nicht mehr die. Oder wie gesagt, Jobwechsel. Also es zeigt sich im Außen, dass eine Veränderung da ist. Und es fühlt sich erstmal nicht gut an. Und achte mal genau drauf, weil irgendwo fühlt es sich vielleicht doch gut an. Ich glaube, dass es einen Moment gibt, wo man sagt, endlich ist diese Kacke vorbei oder so, ja. Und andererseits denkt man, man muss sich aber schlecht fühlen, weil ja jetzt der Job zu Ende ist. Weil es ist halt jetzt so, ne. Weil die anderen fühlen sich ja auch dann nicht so gut oder so. Also wir sind ja immer noch so ein Herdentier und dann wollen wir ja auch in der Masse bleiben und wollen halt da dabei sein. Aber das fühlt sich auch nicht gut an. Und jetzt ist man in so einer Situation und dann ist der Kurs halt vielleicht auch wirklich das Richtige für dich, zu sagen, ah, da sind welche, die verändern sich auch und die wollen auch mehr zu sich und in ihre Selbstverantwortung und ihre Selbstliebe. Und ja, dann bist du bei uns richtig natürlich, ne? Genau. Ja. Also, das war jetzt das, was uns wichtig war. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr gesehen. Also, war jetzt nichts mehr, was Neues an Fragen dazu gekommen ist. Nee. Dann würde ich sagen, Anna, möchtest du noch abschließend etwas sagen? Ja, ich möchte sagen, überleg nicht zu lange. Genau. Also buch am besten, kannst heute schon buchen, trag dich ein, sei dabei, weißt du, überleg nicht so lange. Weil was dann passiert ist, dann tüttelst du wieder alleine zu Hause rum oder einige von euch, vielleicht andere nicht, aber wenn du dich angesprochen fühlst, ich kenne das auch, weißt du, dann tut man wieder alleine und naja, man wird es dann schon irgendwie hinkriegen und dann dauert es dann doch wieder ein bisschen länger und spätestens beim nächsten Beziehungsstreit merkt man, oh, es ist doch wieder die gleiche Situation und es hat sich nichts geändert. Oder im Job ist wieder genau das Gleiche passiert oder
du bist immer noch unglücklich an deinem Seelenort und da hat sich auch nichts geändert und so weiter, ne? Also. Ja, genau. Also, ich kann auch nur sagen, wenn es ein Thema für dich ist, dann hey, hau rein, komm, sei dabei. Wir freuen uns auf dich. Und wie uns ist es, also vor allen Dingen auch mir, ist es wirklich ein Anliegen, einfach, dass wir immer mehr in unsere eigene Kraft, in unsere eigene Macht kommen und nicht mehr da, ja, wir könnten und es wäre schön und tralala, sondern wirklich das Leben, was wir wirklich wollen. Und dieser Kurs bietet einfach eine Möglichkeit dazu. Ja. Und Anna hat es eben schon gesagt, wenn du dich angesprochen fühlst, überleg nicht so lange. Das kennen wir auch, weil dann schieben wir oft die Dinge auf, sondern komm in die Gänge, ja. Und ja, also wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und ja, lass uns dann im Chat auch gemeinsam über bestimmte Themen reden und was dir so am Herzen liegt. Also, ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit und ja, für eure Fragen, für euer Dabeisein und ja, alles Liebe von mir. Und bis gleich. Von mir auch alles Liebe. Ich bedanke mich auch für eure Fragen, für euren Chat. Und ja, bedenke, das Leben ist kurz und nutze es so gut wie möglich. Genau. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja. Tschüss. Tschüss.